Zeitfragen. Manchmal sitzen wir am Bahnsteig und wünschen uns ein Ticket. Ein Ticket an das andere Ende der Welt. Doch dann müssen wir mit ansehen, wie wir in den Zug einsteigen und täglich nur funktionieren. Manchmal sitzen wir hinter dem Steuer und wünschen uns eine Reise. Eine Reise der Sonne entgegen. Doch wir fahren mit dem Auto auf direkten Wege zur Arbeit, ohne uns danach an die Fahrt erinnern zu können. Es gibt Tage, die ziehen vorbei wie eine endlose Straße, der wir nie gefolgt sind. Sekunden, Minuten, Tage und Wochen vergehen, ohne einen Gedanken, der uns einen Moment innehalten lässt. Das alles führt unwiderruflich zum Chaos. Ein paar Tage zum Erwachen, Meditieren und zum Erholen werden uns gegönnt. Doch am Ende erwartet uns nur der Alltag. Wir sind so klein, dass unser Nein in der Leere verhallt und wir uns mit ein bisschen Gewöhnlichkeit zufrieden geben. Kleine Frau. Nackter Mann. Man stiehlt es uns aus den Taschen. Wir flüchten uns in riskante Investments und hoffen, dass wir uns nicht blamieren. Blamieren vor denen, die wir lieben und mit ihnen durch Höhen und Tiefen einer Krise gehen. Nein, es heißt schlängeln. Wir schlängeln uns wie angetrunkene Teens beim Komasaufen. Verkatert vom Leben stellen wir uns die Frage, wie wir ausnüchtern sollen. Ohnehin stellt jeder nur noch Fragen, weil keiner die richtigen Antworten zu haben scheint. Die einen finden sich damit ab, während die anderen ihren Verstand verlieren und Wut und Protest auf den Straßen am fremden Eigentum auslassen. Den Verstand verlieren, das betrifft nicht nur groß und klein. Da hockt ein übermüdetes Elternteil zu Hause und fragt sich, wie erkläre ich das meinem Sohn? Wie erkläre ich das meiner Tochter? Dabei wissen sie genau, dass ihr Kind sich nicht an eine friedliche und krisenlose Welt erinnern kann. Wie soll ich das sagen? Wie soll ich das sagen? Am Ende sind wir unser eigen Glückesschmied. Zeitfragen. Es sprachen Maria Gritsch und André Kessler, Textüberarbeitung Johannes Brunner, Buch und Regie André Kessler, Produktionsjahr Graz 2023.